reißt euch den Arsch auf, verdient erst einmal Cashflow, dass ihr den weiter investieren könnt. Wer A sagt, muss auch B sagen, Leute. Wir machen am Wochenende, am Sonntag, ein Live-Webinar. Warum geht es schon wieder nicht, Leute, Mann? Das nervt mich, Leute. Gleich geht's los, Leute! Der Joe hat mir gerade schon eine Ananas vorbeigebracht, die leicht süßlich riecht. Ich werde jetzt hier mit meinem iPad kurz das Thema anwerfen, worum es gleich gehen soll. Einen Moment, Leute! Ein Moment, am Zell, am Zell. Boah, Leute. So, eigentlich brauche ich ja nur für Präsentationen nur den Apple Pencil, dass ich nur das iPad Pro weglegen. Im Übrigen sitze ich hier auch in einem 7.000 bis 9.000 Euro Vitro-Sessel. Und für Leute, die sich das auch mal leisten wollen, reißt euch den Arsch auf, verdient erst einmal Cashflow, dass ihr den weiter investieren könnt, um dann auch zu investieren in Skaliersäfte, Franchise-Plane, wo ich dann einen Exit im Hinterkopf habe und bei 30-50% Marge oder mehr Gewinnbeteiligung nach Steuern bekommen kann. Heute geht es nicht um Ananas oder sonstiges, Leute, um nicht einen Joe. Heute geht es ums Thema Lorenz. Ich habe mich gefragt, Karl, weißt du was? Machst du mal ein Abrechnungsvideo zu dem Lorenz? Oder Lorenz, wieder hinter der Kamera. Das Video wird wahrscheinlich zwei Teile. Deswegen, weil ich kurz einblende, was er hinter der Kamera dann von sich gegeben hat. Wenn ich doch nur durch dich einmal rechnen könnte, eine zarte Gleichung blieb mir vergönnt und Business auf andere Art zu digitalisieren. Karl, ich will Kuchen. Hier gibt's auch Veganes. Karl, gibst du Nougat-Bits? Ich will den Caesar-Salad. Mit Berglinsen und Tempeh. Dazu eine leicht frische Vinaigrette aus unserer Skalier-Ananas, bitte. Guck, die Digitalisierung des Vertriebs auf die strategischen Aufgaben der Vertriebsleiter und auf operative Mitarbeiter hat. Absolut dein Gebabbel. Ist er auch crunchy? Auch kreise? So wird er auf die Marktsättigung, ob der Markt schon überlastet ist. Ich bin satt. So, da habt ihr mal gesehen, was sich Lorenz hinter der Kamera erlaubt hat. Er hat aber brutal das Business mit nach vorne getrieben. Er hat die SSA aufgebaut. Er hat meine Strategien für die Saftquetscherei im Bereich Skaliersaft brutal um 100-200% Rendite pro Jahr nach oben gerissen. Primär werde ich heute in dem Video keinerlei Werbung, Leute, keinerlei Werbung einblenden, okay? Wir machen am Wochenende, am Sonntag ein Live-Webinar zum Thema Businessplan und komplette Schablonensysteme von A bis Z. Okay, Schablonen, okay, Dreiecke, boah, Leute, Kreise, oh, brutal, Leute, okay? Wie man seine eigene komplette Skaliersaftquetscherei im Bereich Brauerei, im Bereich Prozess, Digitalisierung, Skalierungsoptimierung, Systemverfahren, Strategie anwendet, wo wir mit verschiedenen Partnern bereits 200.000 bis 300.000 Euro Umsatz in 3 bis 4 Sekunden oder sogar Monaten machen, Leute. Und ich würde sagen, seid unbedingt mit dabei und viel Spaß bei diesem Video. Am Ende des Tages weiß ich selber nicht, warum er nicht mehr mit dabei ist. Aber sprechen wir mal kurz drüber. Und zwar, die erste Frage, die hier reingeprasselt ist. Hey Karl, weißt du was? Ich schaue deine Videos nicht mehr ohne Lorenz im Hintergrund. Warum willst du das nicht? Ich sag dir was. Weil das Social Media, TikTok-Business hätte ich verblöden im Kopf, dich gesünder zu ernähren, dich fitter zu halten. Primär werde ich heute in dem Video keinerlei Werbung, Leute, keinerlei Werbung einblenden, okay?
So, da habt ihr mal gesehen, was sich Lorenz hinter der Kamera erlaubt hat. Er hat aber brutal das Business mit nach vorne getrieben. Er hat die SSA aufgebaut. Er hat meine Strategien für die Saftquetscherei im Bereich Skaliersaft brutal um 100-200% Rendite pro Jahr nach oben gerissen. Am Ende des Tages weiß ich selber nicht, warum er nicht mehr mit dabei ist. Aber sprechen wir mal kurz drüber. Und zwar, die erste Frage, die hier reingeprasselt ist: Hey Karl, weißt du was? Ich schaue deine Videos nicht mehr ohne Lorenz im Hintergrund. Warum willst du das nicht? Ich sag dir was. Weil das Social Media und TikTok-Business hätte dich verblöden im Kopf, dich gesünder zu ernähren, dich fitter zu halten. Wer A sagt, muss auch B sagen, Leute. Ich bin eigentlich übel geil. Ich bin der Brutalste. Okay. Ich ist halt wahr. Demut. Ja, habe ich dann auch. Okay. Außerdem, Leute. Ich werde es nochmal erwähnen. Wer schon immer mal Unternehmer sein will und in 3 bis 5 Monaten über 100.000 Euro in circa 6 bis 8 Monaten 100-200.000 Euro bei 30% Marge oder mehr machen möchte, der bekommt von mir 5 Dinge. Erstens mal einen kompletten Businessplan mit 50-seitigen Gießkannen-Skalierung zum Downloaden. Er bekommt ein Strategiegespräch. Ihr kennt den Rest. Und ich würde sagen, im zweiten Teil sehen wir ein bisschen mehr. Ich werde jetzt die Füße hochlegen im Pool in Mexiko. Das war's. Bis dann. Okay. Ciao.